So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich bin der Ramses, das ist der Hannes. Guckt Moin. Euch den Hannes an. Der Hannes hat jetzt eine neue Geschäftsidee mit mir aufgegriffen. Eigentlich wollten wir nur Eier brüten, das zeige ich euch gleich. Aber wir haben gedacht, wir werden unseren eigenen Kiosk herrichten, wie ein Automat mit verschiedenen Fächern, verschiedenen Angeboten. Was dabei rausgekommen ist, das zeigen wir euch jetzt. Da haben wir zum Beispiel hier einmal die Süßwarenabteilung. Da gibt es Pfirsichringe von Trolli. Und auf der anderen Seite habt ihr hier Apfelringe von Trolli. Na, habt ihr jetzt schon Bock auf was Süßes? Kein Problem. Wenn ihr Durst habt, haben wir hier auch eine Getränkeabteilung. Da habt ihr jetzt hier verschiedene Lamaid-Sorten. Lamaid mit Minze. Hier habt ihr Lamate, ne? Ist dasselbe, nur ich spreche es gerade anders aus im Original. Das sind die Orangendosen. Dann habt ihr hier, wenn ihr mal wach werden wollt, habt ihr noch einen Effekt. Energy Booster, Energy aber absolut Zero, damit es absolut nichts bringt. Das ist unsere Getränkeabteilung. Wenn ihr dann richtig Durst kriegt, ja, weil ihr die ganze Nacht schon durchmacht, könnt ihr euch frisch vom Bäcker hier so ein paar Hörnchen holen oder hier so eine Dönertasche. Wenn ihr sagt, ich brauche was Warmes, habt da immer Schnitzelfritz im Angebot, einmal Curry, einmal Ketchup. Ne? Wenn ihr wartet, werden die reduziert, aber nicht von uns. Oder hier, wer sagt, er braucht was im Karton, gönnt sich Long Burger Chicken. Wenn ihr sagt, jetzt wollt ihr richtig Party machen, dann habt ihr noch das Ende der Fahnenstange, denn hier gibt's Coronas. Guck mal, wenn ihr noch einen Absacker trinken wollt, Corona, extra Bier ist am Start. Dann haben wir hier für die Leute mit Feeling gibt's Pilsado aus der Dose. Die wollen halt nicht so Schickimicki-Zeug, die wollen einfach Dosenbier, einfach Orangensaft ist nämlich aus. Deshalb einfach Dosenbier. Und zum Nachtisch, wenn man sagt, komm, wir stoßen nochmal an, gibt's hier noch die Feigling-Ecke. So, das ist Konzept von unserem Automat. Von unserem Kiosk. Wir haben jetzt hier noch kein Bezahlsystem, das heißt eigentlich, wer da jetzt hier was nimmt und weggeht, der hat es wahrscheinlich ohne zu bezahlen. Deswegen wird sich das auch nicht so lange halten. Was jetzt sich länger hält, sind die Eier und die zeigen wir euch jetzt. So, ich habe ganz vergessen, ich muss doch die Eier noch in die Brutmaschine tun und da stellt sich mir sowieso immer die Frage, wie macht ihr das? Geht ihr auf das Symbol, wählt dann eine Brutmaschine aus und drückt dann das Ei an oder drückt ihr auf das Ei? Geht auf Ausbrüten beginnen und wählt dann die Brutmaschine. Was ist schneller, wenn ich so tue? Zack, nochmal hier so, 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 zack, so, 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 zack. Oder zack, zack, so, zack, zack, so, zack, zack, so. Ich glaube, so gefällt es mir besser, weil ich sehe halt alles. Ich sehe ja hier alles übersichtlich. Ich drücke hier, ich sehe immer noch die ganzen Eier. Das kleine Feld unten geht nur auf. Und dann drückst du das einfach an. Weil wenn ich so drücke, ist ja erstmal alles weg und ich sehe gar nichts. Ich muss hier drücken und muss dann hier auswählen. Und das ist, ich finde das hier viel komplizierter. Aber egal, jetzt haben wir die auf jeden Fall alle hier drin. Jetzt müssen wir die nur noch ausbrüten und sehen uns wieder, wenn die Eier aufgehen. Hier geht auch was auf, ein Ei, nämlich ein Fünfer, da ist ein Darkrai drin. Ich habe aber keine Ahnung, wann ihr das Video seht, dann wisst ihr auf jeden Fall, das war zu der Zeit, als das Darkrai da war. Da war nämlich auch der Hannes da, weil der Hannes ist nämlich das Darkrai. So, peace out, Vorhaut, bis gleich. So, ach du Scheiße, jetzt wurde mal gestern Abend angerufen. Die Polizei hat gesagt, der Kiosk wurde aufgebrochen. Alle Artikel sind weg, wir konnten es gar nicht glauben. Wir haben schon gesagt, wir haben kein Bezahlsystem gehabt. Das war sowieso sehr unsicher. Dass die so weit gehen, da hätte keiner dran geglaubt. Jetzt guckt euch das an, ihr seht ja auch, Fenster eingeschlagen, Türen aufgebrochen, alle waren hier drin, alles wurde mitgenommen. Der Biervorrat, die Rutscher, die Energies, die Süßigkeiten, das Essen, die Burger, die Baguettes, alles fort, das heißt unser Laden, Ramse und Co., Hannes Brennt, Special, gibt's nicht mehr. Das ist kurz, sollte so eine Idee sein, ist weg, kannst du nicht mehr machen. Es ist zu gefährlich. Wer weiß, wie das dann in den Hauptstädten abgeht, wenn schon hier in Meiningen die Leute komplett durchdrehen, fressen und gefressen werden. So sieht's aus. Wir haben was anderes hier gefunden. Und zwar haben wir jetzt 12 Kilometer Eier bereit, die aufgehen, die wir schlüpfen lassen wollen. Und da drücke ich jetzt einfach mal drauf und wir gucken dann, was da drin ist. So, ich habe ein Sternstück natürlich an. Wir können noch mal drauf drücken, dass es schneller geht. Hier ist ein Gladiandri drin mit 5800 Staub, 19 Bonbons. Wir haben ein Pampam mit 9600 Staub und 32 Bonbons. Wir haben ein
Capuno mit 5400 Staub, 18 Bonbons, ein Mulung, vielleicht ein Weibchen, 8400 Staub, 28 Bonbons, nochmal ein Capuno. Das wäre cool, 7900 Staub, wenn jetzt ein Shiny irgendwie mit dabei wäre oder ein 100er mit dabei wäre, weil es ist immer so ein Highlight in so Eiervideos. Nochmal 9600 Staub für dieses Pam Pam. Ich glaube, ich habe ja ein 100er Pam Pam. Das habe ich auch schon entwickelt. Ein paar Bonbons, um das vielleicht hochzuziehen, wären auch ganz nett, denn das 100er Pam Pam sieht auch übelst brutal aus. Da gab es jetzt gerade nicht so viel Staub. Jetzt ist hier noch ein Knattox drin mit 4800. Hast du schon Knattox, Hannes? Nee. Siehste, gibt Leute, die haben noch gar keinen Knattox, weil das ist ja auch nur in den 12-Kilometer-Eiern drin. Skalyk gibt nochmal 6900 Staub. Drück mal nochmal hier drauf, noch ein Lavitar. Also eine recht große Auswahl, verschiedene Pokémon. 7900 Staub für das Lavitar. Nochmal Gladiantri, was in Shiny richtig schön aussieht, aber ansonsten man eigentlich nicht braucht. 9600 Staub nimmt man trotzdem mit. Nochmal Gladiantri mit 8094 Staub. Und jetzt gehen wir hier unten hin und fangen mal an, hier zu bewerten. Dann seht ihr schon, 2 Sterne, das ist nichts. Dann haben wir hier 3 Sterne. Dann haben wir hier 2 Sterne. Wir haben nochmal 3 Sterne mit 15 Angriff. Okay. Wir haben hier 3 Sterne. Ist ein männliches Mulung, kannst du nicht entwickeln. Ich dürfte aber 2 weibliche auf der Hand haben. Für einen Glücksfreund oder so, die sowas brauchen, das könnte man anbieten, die brauche ich nämlich nicht. Lavitar auch 3 Sterne. Pam Pam nochmal 3 Sterne, 15 Angriff. Gladiantri 3 Sterne. Müsste ein 8691er sein, wahrscheinlich. Nochmal Gladiantri. Boah, das müsste auch ein 91er sein, weil da fehlen ja auch 4 Dinger. Nochmal Capuno mit 3 Sternen. Skalyk mit 2 Sternen. Knattox, größtes Knattox. Jetzt Knattox Showcase nochmal, bist du vorne dran. Auch 3 Sterne und das war's. So, habe ich auch schon mal entwickelt einmal. Aber ansonsten macht man damit, glaube ich, auch nichts. Die meisten Leute haben das als Buddy, freuen sich, weil das halt so cool aussieht. Ich finde es nicht cool, mir ist das wurscht. Staub gab es ordentlich, beziehungsweise, wie viel Staub haben wir jetzt? 163.000. Ich hatte vorher, glaube ich, nur 60.000. Ich habe ca. 100.000 Staub gemacht mit 12 Kilometer Eiern. Das finde ich gut. So, guckt euch doch mal Hannes an, wie der Hannes aussieht. Das ist der Hannes. Moin. Gestern wurde ich gefragt, wieso der Hannes immer Moin sagt, weil die kommen auch aus München und da sagt doch niemand Moin. Wieso sagst du immer Moin in den Videos? Ich habe dann gesagt, der Hannes sagt Moin, damit der Rest der Welt ihn auch versteht. Genau. Weil wenn der immer sein Fürzeug auspackt oder so, das versteht keiner. Fühlen die sich angegriffen. Deswegen hat er sich das Moin zugelegt, damit ihr euch begrüßt fühlt. Ne? Oder Servus, Moin, Grützi, sowas müsst ihr auf deinen Dach. Das ist wieder in den Alpen beim DJ Ötzi. Genau. So, dann war es jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Gucken, wann das online kommt.